So, jetzt stehe ich vor dem Sprungtor nach Leitstern. Wie ihr seht, da fliege ich jetzt einfach mal durch. Und dann wollen wir mal sehen, was uns dahinter erwartet. Soweit ich weiß, ist Leitstern der Sektor, der in Terran Conflict durch die Sektorersteigerung käuflich gemacht wurde. Hinten haben wir das Hauptquartier in knapp 100 Kilometer Entfernung. So sieht das Hauptquartier aus. Ich finde, es hat jede Menge Dockingplätze. Das ist ein sehr großer Vorteil. Ich glaube, mit 9 Stück ist es die Station mit den meisten Dockingplätzen für Großkampfschiffe. Ich weiß es aber jetzt auch nicht ganz genau und möchte mich da auch ehrlich gesagt nicht unbedingt festlegen. So, jetzt heißt es an diese Station rankommen, möglichst nicht getötet werden. Ich werde da jetzt einfach durchbrechen, mich da irgendwie dran verstecken und hoffen, dass der Scan startet. So. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Das ist theoretisch das Ziel in Feuerreichweite. Und ich werde jetzt einfach mal weiterfliegen. Ich weiß nicht welchen. Ah. So, Scan hat angefangen. Ich fliege jetzt einfach mal weiter drumherum. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Das kann ich schon mal sagen. Und offenbar klappt meine Taktik ganz gut, weil die Schilde des Haku, die sinken. Das heißt, mit anderen Worten, da oben wird das Feuer eröffnet. Aber das interessiert mich nicht. Wie gesagt. So, ich bin schon bei 66%. Das können wir mit dem Sinser etwas. Und Mission erfüllt. So. Nächste Mission führt uns nach. Ich habe keine Ahnung. Aber fliegen wir erstmal hier raus. Ich glaube hier in. Hier Mokis Rache. Da geht's nicht weiter. Hier oben war irgendwo. Hier. Genau. Na, was soll denn die Scheiße jetzt? Zwei Welten. So. Da hat mich ja Leitsystem durch das Südtor schicken wollen, deshalb folgen wir dem einfach mal. Erreiche System, zwei Welten. Tor, eiliges Relikt. Sprungantrieb wird. Also ihr seht, man kann auch pazifistisch die, also nicht alle, aber manche Missionen lösen. Zwei Welten. Also besonders für diejenigen, die aus ethischen Gründen den Wehrdienst verweigert haben, werden hier auch bedient. So, wo geht das jetzt hin? Oh, das Pontifex. Also ich weiß nicht, ob ich so zu meinem Ziel komme. Auf jeden Fall kriege ich das Universum zu sehen. Wie viel Sprungenergie? Ja, mit 705 Sprungenergie habe ich auch noch einiges auf Lager. Aber ich sollte demnächst vielleicht mal eben tanken. Erreiche System. Ruhe des Pontifex. So, Ruhe des Pontifex ab durch Südtor, himmlische Offenbarung. System. Das Leitsystem eigentlich? Ja, das Leitsystem ist aktiv. Militärische Außenposten. Militärische Außenposten und der hat Energiezellen. Deshalb werden wir hier einfach mal auftanken jetzt. Ich könnte auch eben gucken. Ich könnte diese Killmission machen, gibt immerhin 2 Millionen. Aber das verschiebe ich einfach mal auf später, das Geld verdienen. Dockvorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators und heißt kaufe unser jetzt Priester mal die Energiezellen ein. Ohne Rücksicht auf Verluste. Tor, Himmelkommando nicht ausführbar. Und flieg weiter durch himmlische Offenbarung. Ich vermute, dass ich zu diesen diese boronischen Sektoren muss, hier diese Ströme der Nelaos-Oase und wie die nicht alle heißen, dass es da in der Ecke irgendwo sein wird.
weiß es aber auch nicht ganz genau. Hat es wieder ein bisschen Profit abgeworfen, aber das ist, ja. Ich warte einfach noch ein bisschen. In der Ruhe liegt die Kraft, beziehungsweise die Millionen bei der Börse. Und das, ich habe ja mit 4 Millionen immer noch genug Geld. So. Bin gespannt. Osttor. Betrug des Patriarchen. Betrug des Patriarchen. Ich glaube wirklich, dass es sich um Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Ein Sektor, also irgendwie hier diese, da wo die Superwerft der Boron steht, dass es sich um den Sektor handeln wird. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie der heißt. Aber bei 200 Sektoren oder wie viel das hat, ist es auch nicht nicht so verwerflich. Das war der falsche. So. Ich habe hier gerade noch Energiezellen aufgetankt, dann ist das nicht ganz so schlimm. So. Erreiche System. Verzerrte Herrschaft. So, hier ist der Ingenieur Wels. Was soll ich mit dem machen? Ich soll ihn scannen. Okay. Das heißt also, ich weiß nicht. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ob ich dafür einen Scanner brauche? Vermutlich. Ich glaube, ich habe gar keinen Frachtscanner. Ich glaube, Info. Ich habe keinen Frachtscanner installiert. Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für militärische Schiffe. Da bekomme ich, glaube ich, keinen. Da ich aber jetzt weiß, wo der zu finden ist, werde ich jetzt einfach mal mir einen Scanner besorgen. Bei den Terranern gibt es die ja. Wohl auch. Sprungantrieb hoffentlich. 10%. Und ich kann ja auf der Sektorkarte jetzt sehen, wo der ist. Dann kann ich einfach hinhüpfen. Und, ja. Erreiche System, Altis. Dann mache ich jetzt einfach orbitale Verteidigungsstation. Genau da weiter, wo ich wieder vor dem Wels stehe, aber mit Scanner. Diese Station wurde für die alleinige Aufgabe im Schiff, entwickelt, maximalen Schutz für den Sektor zu bieten, den ich hier auch nicht kaufen kann. Jetzt fühle ich mich verarscht. Also wie gesagt, ich werde jetzt einfach. Wir sehen uns genau dann wieder, wenn ich den Scanner habe und vor dem boronischen Schiff stehe, um es einfach scannen zu können.